ihr Lieben, ich bin's, Nats. Ich darf euch heute wieder ein neues Motiv von Karat.art vorstellen. Es erscheint die Collection Spooky Nights heute im Laufe des frühen Abends. Und welches Bild hier drin ist, welches ich mir ausgesucht habe, das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Wir haben hier ein Karton mit dem typischen Leitspruch Let the Pleasure Begin und ein Motiv zur Collection Spooky Nights und zwar von Jelissa Kasland oder Jelissa Kasland, irgendwie alles zusammengeschrieben, daher für mich etwas schwierig zu lesen. Entschuldigung einmal an die Künstlerin. Und zwar Spooky Vibes. Und das passt, denn das ist das Motiv, das ich mir ausgesucht habe. Wir werden es wie immer einmal kurz von der Verpackung befreien. Danach wechsle ich mit euch die Perspektive. Im Übrigen, das YouTube-Licht steht schon mal provisorisch im Hintergrund. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. So, hier haben wir die Leinwand. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut. Da ist das Bild. Wir haben eine Größe von 45 x 47 cm. Könnte man noch im Herbst schaffen, bevor es dann an die Wintermotive geht. Aha, da freue ich mich auch schon drauf. So, ich befreie einmal die Leinwand. Ich gucke dann gleich mal, wo wir unser... Irgendwo muss noch... Da ist es doch. Unser Zubehör versteckt sein. Bei den Künstlerkollektionen habt ihr nicht von Haus aus ein Toolkit dabei. Was ihr aber immer bekommt, sind die Dinge, die sich aufbrauchen. Und zwar einmal Washi-Tape. Ich habe diesmal das mit den Sternen. Und einen kompletten Container mit Wachsplättchen. Mehreren. Drei Stück haben wir hier. Das reicht für dieses und viele weitere Bilder, die ihr besitzen könntet. Damit könnt ihr das Billo-Silikon-Wachs, was bei manchen dabei ist, einfach entsorgen und dann für alle Bilder dieses benutzen. Das ist, was wir immer bekommen. Wenn ihr ein Toolkit braucht, dann könnt ihr das bei Karat.art mitbestellen. So, und dann habe ich hier die Leinwand befreit, aber die rollen wir jetzt in der anderen Perspektive aus. Ich habe euch einmal alles, was in dem Set enthalten ist, auf den Tisch gepackt. Wir nehmen die Tüte, in die das Bild eingepackt ist, mal weg. So ist es ein bisschen vor Witterung geschützt, falls es mal vor eure Tür gestellt wird. Hier haben wir den Karton, den stelle ich euch ja jedes Mal ein bisschen vor. Einmal den Leitspruch von Karat.art, was im Set enthalten ist und eine Kurzanleitung, wie Diamond Painting funktioniert, falls du das Hobby noch nie ausprobiert hast. Dann haben wir auf der Kartonseite, wenn ihr die so lagern wollt, das Motiv, welches sich im Karton befindet. Der Karton ist beschichtet und nicht mehr extra in Folie verpackt. Wir haben genug Plastik bei unserem Hobby und darauf wird verzichtet. Das macht aber nichts. Ich habe noch keinem gehört, dem deswegen das Bild durchgeweicht ist. Wir haben hier schon mal die Farben sortiert. In Druckverschlussbeuteln, die kommen immer in Druckverschlussbeuteln, immer in festen, gleich großen Druckverschlussbeuteln. Ich benutze die wieder. Ihr könntet direkt aus den Beuteln painten. Ich wollte nicht schon wieder Druckverschlussbeutel sagen, hat man gemerkt, ne? Wir befreien jetzt einmal die Leinwand. So, die habe ich mir selber natürlich noch nicht angeguckt, um mir die Überraschung zu wahren. Oh, tolle Farben. Schaut mal, ich habe mir das Motiv auch selbst aussuchen dürfen und auch selbst ausgesucht. Die kleinen Krinkel, die ihr seht, sind nur in der Folie. Wenn ihr das ein bisschen glatter ziehen wollt, dann macht euch die Ecken einmal ab und legt die Folie wieder ein bisschen schöner aufs Bild. So legt sich eure Leinwand schon vor dem Painten gerade. Hoppala, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr dann die Folie nicht falsch rum drauf packt. Das ist ganz wichtig. Die klebt nämlich nur von einer Seite, so leicht. So, zack. Und damit haben wir dann das Bild ein bisschen gerade gelegt. Können uns das anschauen. Das ist, glaube ich, mein kleinstes Bild, das ich euch jemals gezeigt habe. Es ist wunderschön. Schaut euch an, wie dieser Kürbis hier rauskommt mit diesem blauen Hintergrund. Ich liebe Blautöne. Und wir haben insgesamt 47 Farben. Das sehen wir auch hier. Ich zeige euch einmal das Original und die Stickerlegende. Ihr könntet rein theoretisch, wenn ihr Anfänger seid,
Die Sticker, die sich hier befinden, die sind schon einzeln ausgeschnitten. Da. Die könntet ihr einfach auf diese Tütchen draufkleben und dann aus den Tüten heraus direkt lospainten. Ihr braucht natürlich euer Schiffchen und euren Stift, ist klar. Die müsstet ihr mitbestellen, wenn ihr sowas noch nicht habt. Denn hier habt ihr nur das Washi-Tape dabei und das Wachs. Ich zum Beispiel, ich habe aber schon diverse Stifte und Schiffchen und benutze eh fast immer nur dasselbe und daher bräuchte ich das Toolkit nicht. Hier haben wir einmal das Originalmotiv von Jelissa Kasland in 45 mal 47 mit eckigen Steinen. Da, es ist traumhaft schön. Schaut mal, wie schön das leuchtet. Und ich bin so gespannt, wie wir den Kürbis nachher ausstatten werden, dass der so echt und realistisch aussieht. 47 Farben. Wir haben zweimal Strasssteinchen, die seht ihr hier mit LZ gekennzeichnet, viermal AB-Steinchen und viermal Fairy Dust. Das heißt, wir haben bei 47 Farben 10 Sondersteine. Macht mich schon wieder völlig nervös. Ich würde am liebsten sofort loslegen. Ich bin immer ganz hibbelig, wenn ich für euch ein neues Kit auspacke. Die Leinwand hat einen abgesteppten Rand, ein Flauschi-Hintergrund. Ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Hat eine dünne Folie diesmal drauf. Das variiert. Da kann man es eh nicht jedem recht machen. Wir haben eine Legende rechts mit dem Vorschaubild, eine Legende links unten und ebenfalls das Vorschaubild, den Namen der Künstlerin, den Namen des Bildes, die Bildnummer und die Bildgröße. Wir haben hier einmal die Seite karat.art und wir haben hier einen Gutscheincode mit drauf, -10%. Ihr könnt immer 10% sparen. Ihr dürft dafür natürlich auch meinen Code NATZ10 benutzen, den ich immer hier oben eintrage in der Ecke. Falls er euch noch nicht aufgefallen ist, zeige ich mal hin. Ja. Das ist NATZ10, immer 10% sparen, genau. Auch gerne, wenn ihr euch das Bild direkt sichern wollt. Ja, wir haben, genau, die Leinwand habe ich euch beschrieben. Den Druck zeige ich euch später. Wir schauen jetzt erstmal, welche Steine wir dabei haben und vor allem, welche Sondersteine wir dabei haben. Dazu packe ich das einmal aus. Wenn ihr das Knistern nicht mögt, stellt mich leiser, bis ihr den Beutel nicht mehr in meiner Hand seht. So, richtig cool, dass es hier von der Seite aufgeht. Da können wir uns einfach direkt die Sondersteinchen einmal rausgrabbeln. Boah, wir haben hier immer noch Sondersteine. Ich gucke mal bei den Brauntönen. Da haben wir die letzten normalen Farben. Auch da können wir später mal ein bisschen drauf eingehen. Ich sortiere mir die dann wieder ein. So. Weil ich auch gerade ein Karatart in Arbeit habe und ein anderes Halloween in Arbeit habe, wird das Bild bei mir noch ein bisschen liegen. Denn ich glaube, ich möchte erst eins der Bilder machen, die ich euch davor vorgestellt habe. Oder vielleicht überkommt es mich auch. Wir haben hier nämlich gute Color-Blocking-Flächen drin und ich lege doch noch schnell den Halloween-Kürbis. Ich hätte richtig Bock drauf, ich sag's euch. Vor allen Dingen die Größe, die macht mich gerade ein bisschen an. Das ist halt 45 mal 47, also unter 50 mal 50 meiner Lieblingsgröße. Für mich dann also schon schnuckelig. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich hätte total Bock, dieses Bild anzufangen. Ich sag's euch ehrlich. Macht mich gerade völlig fertig. So, wir haben hier unsere zwei Strassfarben. Und zwar einmal die 728, ein helles Orange und einen dunkelgelbton, die 725. Schaue ich mit euch später, wo die hinkommen. Dann schnappen wir uns natürlich der Reihen entsprechend erstmal die AB-Töne. Die AB-Töne sind beschichtete Steinchen mit einem schillernden Regenbogenüberzug. Da haben wir einen gelblichen Ton. Dann haben wir hier diesen hautfarbenen oder roséfarbenen Ton. Wir haben ein dunkles Orange und ein helleres Orange. Vier AB-Farben. Wunderbar. Das sieht nach Kürbis aus. Und dann haben wir sogenannte Sparkle Dust oder Fairy Dust Steine. Hier bei Karatart nennen wir sie Sparkle Dust. Und zwar zwei dicke, fette Packen von der 964. Die vermute ich im Hintergrund. Dann haben wir zwei Packen mit Gelbtönen, die 728 nochmal und die 725. Ich glaube nämlich genau, die 728 haben wir auch als Strasssteinchen da. Richtig cool. Die glitzern dann um die Wette. Und die 725 haben wir ebenfalls als Strass- und Sparkledust-Steinchen. Oh Gott, Leute, ich sag's euch, ich glaube, ich fange mit dem Bild an.
Dann haben wir einmal den Sparkle Dust in Weiß, in der 3865, also so eher so cremefarben. Und in der 728 auch nochmal ein Sparkle Dust. Genau, den habe ich euch ja in Kombi mit dem Strasssteinchen gezeigt. So, das sind unsere Sonderfarben. Wir gucken jetzt, wo die reinkommen. Und dann zeige ich euch noch so ein paar. Ich sehe da meinen absoluten Lieblingston da im Tütchen. Dann zeige ich euch später auch noch die normalen Farben. Ja, ich würde mal sagen, ich schaue mich um, wo was hinkommt. Gucke mal, ob ich es off-cam oder mit euch mache. Wir sehen mal nach. Also ich check erstmal hier den davon, wo wir so viele haben, ab. Das ist das Prozentzeichen. Habe ich sofort gefunden. Alles, was ihr hier in diesem hellen Blau seht, also da, nicht das Dunklere hier, sondern das Helle, bevor es ins Weiße geht, das ist das Prozentzeichensymbol. Hier, 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 hier unten, hier unten drin. Das ist alles dieser Sparkle-Dust-Stein. Dann haben wir die beiden Strassfarben. Das sind die Symbole, ja, diese zwei Dreiecke aneinander und das Minus. Die haben wir hier ganz viel im Kürbis drin. Das war mir schon von vornherein klar, genau wie das Minus. Das haben wir auch hier im Mund und in den Augen vom Kürbis und in der Nase. Hier unten tatsächlich nicht. Nee, komplett im Gesicht. Die Strasssteine. Also komplett hier leuchtet es raus aus dem Kürbis. Habe ich mir fast gedacht, finde ich geil. Dann haben wir die Pendants dazu, nämlich die Sparkle-Dust-Steine in denselben Farben. Das ist einmal drei Striche durchgestrichen und das Symbol, das ich nie deuten kann. Ich würde es als Nuklearsymbol deuten. Das haben wir ebenfalls im Kürbis. Und zwar hier in den Außenlinien und in den Zwischenlinien. Entschuldigung, jetzt habe ich euch die Farben weggenommen. Und hier unten in den Blättern komplett. Der Kürbis, der strahlt die an. Da haben wir diese beiden Pendants noch mit dazu. Und ich gucke mal, genau, wir haben die auch. Haben wir die auch in den Augen? Nein. Also in dem Gesicht spielt sich tatsächlich alles erstmal mit den Strasssteinchen ab. Finde ich gut, dann poppt das Gesicht so raus, ne? Dann haben wir die 743 als AB-Ton. Das ist die Welle mit dem Unterstrich. Haben wir ebenfalls hier im Kürbis mit drin. Hier auch. Und wo noch? Hier in den Blättern hier unten. Also ihr seht ja auch schon, wo es gelb ist. Und dann haben wir den weißen AB. Der ist das Dollarzeichen. Auch der befindet sich hier oben komplett im Kürbis und auch hier komplett im Kürbis. Das ist was anderes hier. Das ist, ich gucke mal gerade, welche Farbe das ist. Diese Doppelwelle. Ich werde ein bisschen geblendet von meinem eigenen Licht. Ja, nee, das Doppeldreieck. Ja, bin ich denn blind jetzt? Wo ist es denn? Ah, hier unten. Das ist die 7, diese AB-Farbe hier. Die haben wir auch im Kürbis, im Mund drin, und zwar hier, wo es so weiß scheint, mit zwischen. Da kommt eigentlich dieser hautfarbene oder lachsfarbene, Lachsfarbe ist es, nicht hautfarben, der lachsfarbene AB mit rein. So. Mensch, für mich ist jetzt auch erst kurz vor 10 morgens. Aber Mittwoch. Trotzdem erscheint die Collection heute, weil das Video kommt ja donnerstags hoch. Auch hier geht das in so einen Dunkellachs-Orange. Ich würde sagen, Farbe Räucherlachs. Das haben wir auch hier, denke ich mal. Genau. Das haben wir hier überall, wo es so dunkelorange im Kürbis ist, drin und hier oben auch in den Augen. Also der Kürbis, der ist im AB Sparkle Dust und Strasshimmel. Wir haben die 977 und die 743. Die 743 habe ich, glaube ich, schon mal gecheckt vorhin. Genau, das ist die Welle mit dem Strich. Die haben wir ebenfalls im Kürbis und vereinzelt in den Blättern. Und die, also wenn ich ein paar Farben vergesse, seht es mir nach. Die 45 ist das Add-Symbol. Das ist dieses dunkle Orange. Denn ich möchte ja auch, dass ihr euch überraschen lassen könnt, wenn ihr das Bild paintet. Ich schaue mal, wo das Add-Symbol versteckt ist. Manchmal sind die Farben auf der Leinwand, damit ihr es besser lesen könnt, anders aufgedruckt als die Farben in der Legende. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Mich beim Painten stört es nicht. Ich bin da, ach hier, seht ihr, hier ist es so ganz, ganz hell. Das ist ja
ein mittlerer Orangeton und der ist hier ganz, ganz hell in den Augen gedruckt von dem Kürbis. Ich werde euch jetzt gleich auch nochmal über die Leinwand mitnehmen, euch das Ganze zeigen. Ich zeige euch die Sticker-Legende nochmal dazu und die anderen Farben. Wir nehmen jetzt erstmal die Sondersteinchen, sortiert wieder an die Seite. Ich greife sie mir direkt so, wie sie gehören, damit ich nachher nicht mehr so viel sortieren muss. So, 43, 44, 45 und die 46, 47. So, hier haben wir unsere Sondersteinchen. Das sind eine ganze Menge Steine. Also da bin ich richtig happy mit. Ich liebe das ja. So, und dann greifen wir uns jetzt mal die anderen Steine und ich zeige euch mal so ein paar Highlight-Töne. Wir haben natürlich, wie es sich im Herbst gehört, Grün- und Brauntöne für den Kürbis und die Blätter. Wir haben für den Hintergrund und die Blätter hier unten, sehr kunstvoll, haben wir ebenfalls ein paar Blautöne. Nicht zu viel, wie ihr seht. Hier haben wir so einen Blau-Grauton. Dann haben wir von diesem Ton, ich nenne es immer Schneefarbe, das wird gerne von Künstlern als Schneefarbe genommen, die 3756. Ich liebe diese Farbe, weil die einfach schon tagsüber so aussieht, als würden die leicht leuchten, als wären das Leuchtsteine. Schaut mal. Und davon haben wir gleich zwei dicke Packen. Kommen mit aufs Bild. Wir haben die 3371, ein ganz, ganz dunkles Braun, gehört auch zu meinen Lieblingsfarben. Wir haben für uns Mädchen auch noch, nicht nur für Mädchen, aber es ist halt ein Klischee, ne? Für uns Pinkies haben wir noch ein paar pinke Töne, die dürfen natürlich auch Jungs mögen. Wir haben Blautöne, noch mehr, noch und nöcher. Wir haben natürlich, wie es sich gehört, noch mehr von den Grün- und Türkistönen. Wir haben noch mehr herbstliche Brauntöne. Das hier, das ist so ein rötlicher Braunton, der geht zu den Pinkies. So, da oben hin. Damit wir auch mal so eine ganze Farbpalette sehen. Ich zoome euch auch wieder ein Stückchen raus, damit ihr das Ganze auch besser sehen könnt. Noch mehr Blautöne. Das heißt, wir haben sehr schöne Übergänge. Nochmal so ein schönes Meeresblau. Wir haben einen Bordeaux-Rotton, liebe ich auch. Ein wunderschönes Royalblau. Noch ein Braunton. So, dann haben wir sogar noch richtig süß einen kleinen Packen Lila, kommt zu den Pinkies. Einen dickeren Packen 310, muss sein, haben wir hier ganz viel im Kürbis zum Beispiel. Zack, ein Grau, kommt zum Schwarz. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Rotton, noch einen Braunton. Zack, Blauton, nochmal ein Lila. Zack, ein Türkis und nochmal ein helleren Braunton. Das ist unsere gesamte Farbpalette, die wir hier haben. Extra für euch auseinandergeruppt, sortiere ich mir später, wenn das Video beendet ist, wieder ein. Es ist bei der Farbrange für jeden was dabei. Wir haben natürlich in den Sondersteinen, wie soll es auch anders sein, die hätten wir jetzt fast unterschlagen, haben wir natürlich noch unsere Orangetöne bei, die wir für das Herbstmotiv brauchen. Also wir haben eine Farbrange über das Pink-Lila zum Rotbraun, zum Grün, zum Hintergrund in diesem Türkis, Helltürkis, würde ich sagen. Ne? Dabei, wir haben Gelb- und Orangetöne in Form von Sondersteinen. Wir haben das Türkis in Sondersteinen, was sich mit dem und dem Blau wunderbar vereint. Sehr kunstvoll, gefällt mir richtig, richtig gut. Da hatte ich ein gutes Auge, mir dieses Bild auszusuchen. Ich freue mich mega darüber. Und ja, ich sortiere jetzt mal die Steine zurück ohne euch. So, meine Lieben, ich habe mir alle 47 Farben wieder nach der Reihe in den Beutel zurückgepackt. Nicht so schön wie der Hersteller, aber es erfüllt seinen Zweck, damit ich vernünftig mit dem Bild arbeiten kann. Hier haben wir nochmal unsere Sticker-Legende, die Social-Media-Bereiche. Diese Kollektion mit diesem Motiv Spooky Vibes erscheint heute Abend. Ich blende sie euch einmal hier ein, dann könnt ihr die anderen Bilder, die dazukommen, auch noch sehen. Wunderschöne Motive. Man konnte sich kaum entscheiden, aber mich hat zum Thema Spooky Nights natürlich der Kürbis angesprochen. Die anderen Motive sind nicht weniger schön. Schaut auch gerne bei den anderen Creatoren vorbei, die euch die Motive vorstellen. Wir schauen jetzt mal zusammen über die Leinwand, fliegen mal ein bisschen drüber, dann könnt ihr noch sehen, dafür nehme ich euch mal gerade aus der Halterung, dann könnt ihr mal sehen, ich zoome euch auch ein bisschen rein, so, wie der Druck beschaffen ist. Hier oben haben wir dann ein bisschen das Schwarz und die Blautöne im Hintergrund, hier deuten sich Bäume an. Das alles, was hier in diesem Hellblauton ist, ist der
Sparkle Dust Stein, der reinkommt. Und hier der Stern. Das ist dann alles. Die andere 3, 7, 5, 6. Ich gucke mal gerade. Das, genau. In Kombination mit der 9, 4, 6. Also das ist diese leuchtende Farbe, die ich euch gezeigt habe. Und zwar diese hier. Die Schneefarbe, die kommt hier komplett in die hellen Bereiche rein. Wir haben hier unten angedeutet und künstlerisch Blätter, die von dem Kürbis angestrahlt werden. In dem Kürbis selber auch noch schwarz als Kontrast mit drin. Hier komplett Strasssteine mit drin. Hier komplett AB und Sparkeldaststeine mit drin. Genauso wie hier, wo das angestrahlt wird. Einmal den Druck im Close-up für euch. Ein glasklarer Druck, wie immer. Ich habe noch nie was anderes bei Karat Art erlebt. Da kommt ihr zur Homepage. Und ja, ich hoffe, euch hat die Vorstellung und das Bild genauso gut gefallen wie mir. Ich bin mega happy, dass ich es euch zeigen durfte. Werde wahrscheinlich in diesem Jahr noch damit beginnen, weil es mir so groß, so gut gefällt. Ich habe das Gefühl, dass man da gut vorankommt, weil wir viele Colorblocking-Bereiche haben. Selbst hier unten haben wir zwar minimal Konfettipünktchen zwischen. Im Übrigen sind das diese Punkte hier auch Sondersteine. Aber ich glaube, das lässt sich noch gut in diesem Herbst painten. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Karatart vorbeischaut. Nutzt dafür, wie gesagt, gerne meinen Code, um mich und den Kanal zu unterstützen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Donnerstag, wenn ihr das Video am Donnerstag seht. Schaut ihr es erst am Freitag, dann wünsche ich euch ein mega geiles Wochenende. Lasst mir gerne auf eurem Weg raus oder auch jetzt schon einen Daumen nach oben da. Auch gerne ein Follow, wenn ihr mehr über Diamond Painting und Hobbys sehen möchtet. Und dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!